Zuschauer, herzlich willkommen in der Sendung Thürings Unternehmer. Herzlich willkommen, Jörg Hähnel. Hallo, Frau Noll. Ja, ich freue mich, dass Sie da sind. Sie haben ein ganz spannendes Gewerk, was interessant ist. Man kann es ja ein bisschen schon erahnen. Sie bauen nun keine Häuser, sondern das davor. Was machen Sie? Es geht um die Warenannahme an der Haustür. Also das quasi, wenn ein Bote kommt, Paketbote oder auch ein Blumenbote oder Getränkehändler, dann kann er quasi die Ware abgeben, auch wenn der Empfänger nicht zu Hause ist. Und das geht natürlich auch retour dann noch, gell? Wenn jemand wieder was zurückgeben möchte. Genau, und ich werde jetzt mit Ihnen nicht eine halbe Stunde sozusagen Pakettür auf und zu machen und das bejubeln, sondern was ich bejubel, ist die Idee, wie das entstanden ist. Das ist das, was mich interessiert. Sie als Mensch, wie wächst man, was hat man für Brüche, um dahin zu kommen, dann sowas sozusagen zu erfinden. Und dann noch auf dem Markt den Mut zu haben, sich da in Thüringen einfach mal ganz frisch und neu zu platzieren und auch noch die Vision zu haben, Leute, ich glaube, das wird europaweit. Das gefällt mir. Genau, und so soll es auch sein. Gell? Aber wie immer, der aller Anfang ist schwer. So, es war wahrscheinlich auch schwer, als Sie geboren wurden, raus aus dem Geburtskanal, gepresst von Ihrer Mutter. Wo war das? Das war in Schwedt gewesen. Das liegt an der Oder. Und damals wurde für junge Leute, für meine Eltern quasi, war Petrolchemische Kombinat war ein interessanter Bauprojekt. Aus der wievielten Etage haben Sie so als kleiner Bub geschaut? Aus der vierten Etage. Was dann aber höher war, zum Schluss hatte ich als Jugendlicher an der 9. Etage rausgeschaut. Das heißt, schön in Jena war es, ne? In Jena war es dann, ja. Also wir sind dann mit 3 Jahren bin ich dann von Schwedt nach Jena gegangen und dort bin ich aufgewachsen. Ihr Vater war ein bisschen, sehr lange sogar mit Jena verflochten, sozusagen beruflich. Liegt fast auf der Hand, was ist in Jena? in Jena wurde 1970 quasi das Zeiss-Kombinat in Göschwitz aufgebaut und dann wurden weitere Bauten wie Krankenhäuser gebaut und solche Dinge. Und das hatte mein Vater alles geleitet. Als Kind haben Sie schon Ihr Taschengeld weiter verliehen, war zwar nur eine Mark, aber da glaube ich, da ist schon so ein bisschen so ein Pflänzlein gewachsen, also auch bis ins Heute, einfach mit dem Thema Geld umzugehen oder einen Bezug dazu zu haben. Viele lehnen es ja irgendwie unbewusst ein bisschen ab und wundern sich, dass keins zurückkommt. Aber bei Ihnen war das irgendwie, das war schön, ne? Hat man mitgespielt, oder? Schon, ja. Ob das die leeren Flaschen wegbringen waren oder selbst auch die Ferientätigkeit. Also dass mein erster Job war gewesen, eine Ferientätigkeit. Bügeleisen zusammenschrauben, das Ganze. Bei Zeiss war das gewesen, eine Konsumgüterproduktion, wie das in der DDR hieß. Und als Jugendlicher hatte man quasi dann Bügeleisen zusammengeschraubt. Das war aber nur das erste Mal, es war dann zu langweilig, weil man immer wieder da saß und hat dann einfach gelötet, geschraubt. Sondern schöner war es dann im Bau zu arbeiten, zwar als Hilfsarbeiter, aber damit was zu gestalten, was größer wird, was dann auch später mal für die Nachwelt erhalten bleibt. Ich stelle mir gerade vor, wenn man einfach so Bügeleisen für Bügeleisen zusammenlötet und vielleicht manchmal denkt, sag, was tust du, Jörg? Du machst knautschige Dinge platt. Man bügelt. War das manchmal auch, dass man so philosophiert über das Bügeln? Nein, in einer Woche kommt man noch nicht dazu. Da überlegt man einfach nur, wie man das Ganze zeitlich hinkriegt, weil zum Schluss wurde nach Stückzahl bezahlt sogar. Sie haben ja gesagt, ich bin kein Spieler, ich bin ein Läufer. Nee, andersrum. Ich bin kein Läufer, ich bin ein Spieler. Das ist wesentlich, aber im Runden ist ja egal. Ja. Weil Sie sind ja dann doch beides, also ein großes und kleines Spielkind und Läufer gewissermaßen auch geworden. Von der Ausdauer her betrachtet, ja. Also ich mag Ballsportarten in aller möglichen Art, ob das Fußball ist oder Tennis oder Tischtennis oder was auch immer. Und ich bin aber auch durch Zufall mal zum Thema Laufen, Ausdauerlaufen gekommen und bin dann auch einen Marathon gelaufen. In zwei Sätzen, was war die Motivation für jemanden, der eigentlich kein Läufer ist, zu sagen, ich mache einen Marathon? Nein, was mich beim Marathon fasziniert, ist, dass man mit den Besten starten kann. Kommt natürlich dann 2 Stunden später ins Ziel, aber überhaupt das Gefühl zu haben, was man im Tennis nicht machen kann. Wenn die US Open sind oder Wimbledon sind, da gibt es 64 Spieler und dazu gehöre ich nun gar nicht. Das ist dann wieder der Spieler, also nicht der Spieler im Sinne von Geldspiel oder so, aber das ist dann wahrscheinlich wieder dieser Spieltrieb, ne? Genau, und das Zweite sollte auch sein, dass man mit gewisser Vorbereitung und auch Willensstärke, dass man das auch dann schaffen kann. Also viele sagen ja, sie laufen Stadtlauf oder sie laufen einen Halbmarathon, den es ja nicht wirklich gibt, aber das ist die halbe Distanz, aber man sollte sich schon mit dem Ganzen beschäftigen. Schule,
Wie waren Sie? Okay. Also Schule hat Spaß gemacht. Es fiel mir leicht, muss ich fairerweise sagen. Und ja, wie es ist so, man hat jeden Mist mitgemacht. Ja? In den Kopfnoten, kennen Sie gar nicht, gell? Kopfnoten. Da war Ordnung, Fleiß, Mitarbeit, das war alles eins, aber der Betragen war drei. Wenn diese, ich sag mal, der junge Jörg schon so ein bisschen mit dem Geld und wo schon fast so ein bisschen, ja, eine kleine Leidenschaft vielleicht sogar drinsteckt. Sie haben aber dann nicht mit Geld gearbeitet, sondern haben was anderes gemacht. Hätte ja auch ein Banker vielleicht sein können. War genau. Es aber nicht. Es war was anderes. Genau, wäre schön gewesen. Was mich auch heute so ein bisschen fasziniert, an der Börse hat man schon ein paar Aktien. Und jetzt ist aber so, der Lebenslauf war dann durch die DDR geprägt. Unpolitisch war Technik. Also deswegen war Elektromechaniker mit Abitur, war die Ausbildung gewesen. Und danach bin ich vom Trägerbetrieb Carl Zeiss quasi zum Studium sogenannt delegiert worden, wie man das früher gesagt hatte. Und danach mit weiter an die Ingenieurhochschule mit einem Abschluss Diplom-Ingenieur. Sie waren jetzt nicht Revoluzzi und politisch so, dass Sie, ich bin dagegen und dass Sie das gequält hat, sondern nein. Sie haben es einfach wahrgenommen. Ja, genau. Ist so, man wird delegiert, man wird da und dahin. Wie war dann die Wende für Sie? War erstmal spannend. Ich habe Sie selbst live am Fernsehen miterlebt, als diese Pressekonferenz war. Und danach haben wir auch gleich, wir waren noch Student im Studentenzimmer, gleich die Landkarte rausgenommen, besser gesagt aus dem Atlas und dann mit dem Zirkel 100 Kilometer, 200 Kilometer, 300 Kilometer gezogen. Und da war man von mit weiter schon in Berlin und aber auch in Bayern schon gewesen, was spannend war. Und am 11.11. war ich auch schon auf dem Kudamm gewesen in Berlin. Also es fasziniert schon dieser Wechsel sofort. Und das Schöne war für mich in der Zeit, das Studium war so, dass die Praktika im Jahre 1990 stattgefunden haben oder begonnen. Und da ist es so, dass ich dann schon eine Stelle in Nürnberg hatte. Beim ganz modernen Thema, was heute jeder in der Tasche hat, dem ganz normalen Mobilfunk. 1990 war das noch nicht neu, das sogenannte D-Netz, wie man das nennt. Und da gab es noch das C-Netz davor mit 40 Kilogramm schweren Mobiltelefonen. Und das D-Netz war dann der Beginn von Knochen, kleineren Handys von Siemens, von Nokias und bis jetzt zu den Smartphones. Spannend. Wenn wir uns wirklich dieses Bild nochmal vergegenwärtigen, ne? Man muss ja fast mit zwei Händen tragen und so über die Straße. Und dann sah man so jemanden, es sah so ein bisschen aus, als wäre der irgendwie irgendwo. Ja, den hat man auch belächelt. Den hat man auch belächelt. Sah am Anfang echt schräg aus. Ja. Aber Freunde sahen es auch mir immer, also die haben in Dresden gelebt. Und dann kam ich 1992, 93 mit so einem kleinen Siemens-Telefon mit kleinen Knüppel oben dran an und habe dann auch telefoniert schon. Telefonkosten waren damals auch 2 Mark, also sehr viel pro Minute. Und die haben immer gesagt, ja, sie waren froh, dass sie ein Festnetztelefon über Funk bekommen. Also sie hatten dann so ein Funkgerät drin, was dann irgendwo, damit sie ein Festnetztelefon in Dresden bekommen. Und jetzt komme ich schon an mit so einem Mobiltelefon und telefoniere in der ganzen Welt rum. Dieses Thema, das Innenleben dieser Technik, Mobiltelefon, wie funktioniert das? Später auch, wie funktioniert das im Außenraum, in Telefonzellen und was kann man da entwickeln? Diese Themen fingen ja jetzt an. Sie waren dann auch in Frankreich, ne? Südfrankreich, und hatten dort ein Jahr lang wirklich, so finde ich, einen sehr interessanten Job, Arbeit. Ja, was haben Sie gemacht, genau? Na, ich hatte ein Projektteam geleitet, wobei es um die Standardisierung von Testspezifikationen wiederum ging. Das ist für Laien zu kompliziert. Das sind quasi die Bits und Bytes, dass die richtigen Bits und Bytes ankommen auf beiden Geräten. Also nicht, dass das eine so funkt und das andere empfängt anders. Also wie bei den Sprachen. Der eine spricht Polnisch und der nächste spricht Ungarisch, sondern dass sie sich verstehen können. Und dafür wurden Standards gemacht. Und die wurden immer in Abstimmung natürlich mit den Firmen auch. Und manche Firmen wollten gerne das haben, das Feature, manche wollten es nicht haben. Zum Schluss hat man sich geeinigt auf so einen Mindeststandard und solche Dinge, das wurden dann beschrieben in einem Standard, richtig. Das ist ja schon irgendwie toll, ne? So die Anfänge des mobilen Telefons da im Innenleben mitmachen zu können. So ein bisschen wie so ein Chirurg oder ein Erfinder. Mhm. Und was muss da rein, was muss raus? Mhm. Wie können die anderen da durchlaufen? Mhm. Also ich stelle es mir echt spannend vor. Denken Sie heute noch manchmal dran, wenn Sie so heute das Smartphone so in der Hand haben, so dass Sie noch mal kurz sich daran erinnern, wie es früher da drin aussah?
Es sieht heute fast immer noch so aus, bloß viel, viel mehr ist jetzt drin in diesen Smartphones. Also ob das mit den Videoübertragungen ist und diesen ganzen Dingen. Aber die Grundtechnik ist immer noch die gleiche, nur die Anwendungen sind viel, viel, viel vielfältiger geworden. Manchmal ist ja auch schön, ne? Wenn man weiß, was drin ist, wenn man von außen drauf guckt. Muss ja nicht aufmachen, aber wenn man weiß, was drin ist. Ja. Ja. So, ja, Telefonzelle. Was fällt Ihnen dazu ein? Also es ging ja dann beruflich weiter. Ja, ja. Also dann war ich bei einem großen Verlag in einer spezifischen Branche und da ging es natürlich auch das Thema Multimedia, Internet und auch öffentliche Stadtinfosysteme, ne, dass man sowas aufbaut. Und da war die Entwicklung so, dass man das auch von proprietär auf offen gestaltet, für alle nutzbar macht, auch von den Inhalten her. Sagen Sie das Wort nochmal, ich kannte das noch gar nicht. Proprietär ist quasi, wenn Sie ist ein lustiges was Wort. Eigenes haben, also was nur Sie können. Das ist quasi. Können auch Menschen proprietär sein? Nee, das ist doch schon ein Vorgang. Eigen auch schon. Lustiges Wort. Warum habe ich denn das noch nicht? Jetzt habe ich proprietär. Ja, gut. Nein, und da hat dann die Telekom gesagt, ob man nicht auch sowas tun könnte für die Telefonzellen, weil es gab 220.000 Telefonzellen insgesamt in Deutschland. Und die Telefonzellen durch die Mobilfunktechnik werden die auch immer weniger genutzt. Also sie rentieren sich nicht mehr. Da versucht man neue Features ranzustellen. Und so bin ich zur Telekom gekommen. Zu den Telefonzellen. Aber war nur ganz kurze Zeit. Ja, und dann? Und dann kam in meiner Geschichte bis jetzt her spannendste Zeit. Das ist eine schöne Frage. Ja, und dann? Nein, total spannend. Und so war der Leiter von den Telefonzellen, der ist Geschäftsführer von Kabel Deutschland geworden. Und die Kabelnetze von der Telekom wurden quasi verkauft, weil die Telekom sich nach irgendwelchen Regularien, europäischen Regularien, von einem Netz trennen sollte, entweder vom Telefonnetz oder vom Kabelnetz. Mhm. Und hat sich natürlich für die weniger Kunden entschieden, für das Kabelnetz. Und da ging es darum, dem was zu zeigen, was das Kabelfernsehen noch alles kann. Und ganz früher war es ja so, man hat seinen Fernseher genommen, Kabel in Fernsehkabel in die Wand und schon hatte man seine 20 Sender, wenn es gut kam, oder 10 Sender. Aber in dem Kabel, wie man heute weiß, ist ja viel, viel mehr drin, ob das Internet ist, Telefon, Netflix. Oder fast alles. Ja, nicht alles. Und wenn man diese Entwicklung, was heute bei dem Samsung Smart TV zu sehen ist, also dass man dann auf Buttons drückt und dann geht es los, das hatten wir damals schon im Jahr 2000 als Showcase gehabt in Berlin, richtig. Und das war so meine Verantwortung gewesen. Total spannend. Also war grundsätzlich auch wieder ein paar Jahre zu früh. Aber für den Verkauf der Kabelnetze, für die Investoren war das sehr, sehr wichtig. Wo geht eine Perspektive hin? Und das war das Entscheidende auch. Haben Sie eher an dem, wie man so schön sagt, Content, Inhalt gearbeitet? Oder war es eher das Entwickeln von technischen Dingen? Es ist eine interessante Frage, weil viele versuchen sich in Content. Ja? Also viele denken, Content, Fernsehen, das kann man selbst tun. Wir waren damals Techniker, also Kabelnetzbetreiber ist quasi, der ein Fernsehsignal überträgt. Ja, von einer Kopfstelle bis zum Haushalt hin, bis in die Wohnung und dass es auch funktioniert. Und Idee war auch wieder, macht man eigene Contents, muss man wiederum Redaktionen aufbauen, Leute, die Erfahrung darin haben. Und nein, man hat sich eigentlich dann beschränkt, dass man den Content machen lässt von denen, die einfach das können. Und die Plattform war auch so gewesen, dass eben ein Video-on-Demand-Service schon gezeigt werden konnte. Und ein bisschen spannend ist, da gab es eben dann auch in diesen Shows, da war es Mohunschießen besonders attraktiv, im Jahr 2000. Und dann waren die ganzen Geschäftsführer und Investoren da, die es dann für 1 Milliarde gekauft haben und haben dann sich an der Wund, haben sie Mohunschießen gemacht. Also das sind so kleine Anekdoten, die man hat. Also Nürnberg, das Berlin, ging dann alles schon. Nürnberg, Berlin, München, Thüringen. Ja, irgendwann hat der Kreis sich wieder geschlossen, ne? Nach Thüringen. Was war der Auslöser? Sehnsucht in die Heimat, auch ein Stück? Na, man ist so auf Wanderschaft gegangen. Man hat vieles erlebt. Und die Familie lebt in Jena weiterhin. Und hier ist auch Grundboden. Und irgendwann sagt man sich, ist schon wieder so die Zeit reif, dass auch was in Jena sich ergibt. Oder in Thüringen. Der erste Schritt war dann Thüringen, war dann Erfurt gewesen. Beim großen Verlag hatte ich quasi die Geschäftsstellenleitung dann übernommen als Nachfolge von jemandem, der quasi in Altersruhestand gegangen ist. Und da ging es auch um wieder das ganze große Thema Umbau, Vertriebsmannschaften, Produkte, weil
von dem Geschäft her, es war ein Telefonbuch örtliche. Das ist aber ja mehr oder weniger die Herausforderung, wie kann man sich online darstellen, wie kann man Firmen präsentieren und wie kann man mit Videofilmen auch Firmen präsentieren und wie kann man das nächste auch in Apps reinbringen. Und da gab es dann auch wieder die schönen Herausforderungen in dieser Richtung. Ich finde das interessant, ja, weil auf den ersten Blick, glaube ich, könnte ein Mensch denken, sie wären auch so, naja, ne, der Kabel Deutschland, wenn man das dann hört, und Telekom, zwei sehr schwere Tanker, hatte noch Vertrieb und das. Aber ich erlebe sie auch so, so lebendig. Sie sind Entwickler, ne? Sie haben Spaß an dem Bauen, an dem Neuen, ne? Also wie so ein Kind, so. Ich glaube, wenn es dann fertig ist, ist dann eher so, okay. Wo ist das nächste Spiel? Ich glaube, Sie sind keiner, der in so einer Mühle zum Beispiel, wenn Sie bei Kabel Deutschland in irgendeiner schweren Mühle gewesen wären, das wäre nicht Ihres gewesen. Ja, es war es auch nicht. Gell? Also man stellt sich immer vor, Kabel Deutschland, Unternehmen mit mehreren tausend Mitarbeitern. Je nachdem, von welcher Stelle man aufguckt. Oder Telekom, genau. Wenn Sie von ziemlich oben schauen, dann haben Sie bestimmte Aufgaben, das müssen Sie umsetzen. Und dann sind es auch nur wenige Leute, die daran arbeiten, an dem Thema. Also das ist immer so, man stellt sich das vor, alles so, aber es ist natürlich, um 40 Millionen Kunden zu betreuen oder wie es Kabel Deutschland hat, um die 10 Millionen, was auch immer. Also das, da brauchen sie eine Struktur. Da brauchen sie welche, die an der Hotline sitzen, jeder Minute ein Telefonat annehmen können, wenn eine Vertragsfrage kommt, eine Antwort geben können. Das ist dann alles notwendig, um so eine Masse einfach zu handeln. Und zum Schluss will man ja auch Service machen. Und egal wie positiv oder negativ er betrachtet wird, ist es einfach sehr viel, was getan werden muss. Und da gibt es immer positive und wie es auch immer ist, Schattenseiten. So. Ja? Und jetzt wird es ja richtig lustig und spannend. Sie haben also so mal einen Ausflug gemacht, haben verschiedene Städte gesehen, waren in leitender Position, haben das, immer so ein bisschen rund um Technik und so. Und bis hin dann, dass es darin gemündet ist, dass Sie sagen, ja, ich gehe den Schritt, ich werde Unternehmer, ich mache mich selbstständig. Haben eine ganz spannende Form gewählt, wie auch diese Idee der Kästen entstanden ist. Mhm. Und vor allem auch interessante Partner. Also Thüringen, Beteiligungsgesellschaft, kennt man ja schon. Da einfach mal aus dieser Anfangszeit so ein bisschen erzählen. Also was war die Idee und welche Unternehmensform haben Sie für sich gewählt? Ja, na, die Idee war eigentlich, dass ich nicht mehr meinen Paketen hinterherlaufe. Gell? Also man bestellt sehr, sehr viel im Internet und das ist einfach so. Meistens ist man nicht zu Hause, das liegt ein Zettel drin. Nachbarn sind auch, weil sie alle arbeiten, auch nicht da. Deswegen holt man am nächsten Tag das Paket ab. Das war nicht mehr so meine Idee. Warum macht man nicht eigentlich einen Briefkasten für Pakete? Das war eigentlich die Grundidee gewesen. Und als wir gebaut hatten, 2014 wurden wir fertig, da hat die Post es rausgebracht. Also ein Briefkasten mit einem Paketkasten dazu. Tolle Sache, auch gleich gekauft, installiert. Bis dann so die Anfangseuphorie etwas verflogen war, weil einmal die Postboten nicht alle solche Chips hatten, um dann quasi zu öffnen. Dann gibt es bestimmte Bereiche wie der DHL Express, die heute auch noch nicht einliefern dürfen, weil einfach da so unterschiedliche Gesellschaften sind. Und die Hermes und GLS und DPD-Boten dürfen gar nicht. Ja? Jetzt habe ich mir dann die Frage gestellt, muss ich jetzt für jeden Dienstleister irgendwo so einen Kasten aufbauen? Und dann dachte ich mir, nein, frage ich meinen Metallbauer, baue da noch einen großen Kasten dazu, wo viel reinpasst auch. Und ich selbst habe diese Idee vom Mobilfunk, dass man quasi in den Kasten zur Steuerung des Schlosses ein Mobilfunkteil einsetzt, was wiederum die Rufnummern checkt, die anrufen. Und wenn die Rufnummer, die anruft, passt mit denen, die hinterlegt sind, dann öffnet sich auch dieser Kasten. So gesagt, getan, gebaut und auf einmal war das so, dass alle Boten, die kamen, das ganz toll fanden, gleich die Nummer eingetragen haben von dem Kasten in ihren Kontakten. Und dann war es mittlerweile so, dass die dann geliefert haben und gar nicht mehr an meiner Tür geklingelt haben, sondern ich saß dann am Frühstückstisch und da kam auf einmal eine Nachricht, dass jetzt DPD eingeliefert hat. Und da gucke ich raus und da fährt er gerade noch so los. Das haben Sie erfunden? Diesen Prozess, diese Idee mit dem Mobilfunk, ja. Das ist echt stark. Es erinnert mich so ein bisschen eben auch an das Innenleben von dem Handy, ne? Also wie ist das kompatibel, dass die verschiedenen Unternehmer so und wie kann man das machen? Ist ja eigentlich dasselbe, auf eine gewisse andere Art, ne? Ja. Das Denken ist doch durchgängig. Ja, zum Schluss hier. Zum Schluss. Nee, aber wirklich klug. So. Und das ist erstmal das eine, dass man sich am Frühstückstisch freut und sagt, wow, habe ich ja eine
tolle Idee gehabt. Und das andere ist jetzt, wie kann man daraus eine Geschäftsidee machen? Wie kann man, ja, wie ging das, dieser nächste Schritt zu sagen, wenn mir das so gefällt, dann gefällt das vielleicht auch anderen? Ja, ja, aus mehr oder weniger Spaß hatte ich von dem Thüringer Innovationspreis erfahren, dass man quasi da Ideen einbringen kann. Und dann hatte ich diesen einen Kasten quasi angemeldet. Und da muss man einen gewissen Business Case vorlegen. Ja, dann sagt man, es gibt 40 Millionen Haushalte, 14 Millionen Einfamilienhäuser davon. Wenn jeder einen Kasten hätte, hätten wir 40 Millionen dieser Kästen. Ich habe bis jetzt einen, aber... Genau, das heißt ganz einfach, es kann sich entwickeln genauso wie das Kabelgeschäft. Man hat so und so viele Kabelkunden, irgendwann werden so viele Paketkastenkunden werden. Natürlich waren die Geschäftszahlen auf Promillebereiche gewesen, sodass es alles viel, viel kleiner dargestellt wurde. Aber das fanden die so toll von der Jury, dass sie gesagt haben, da möchte man einen Film drehen. Und dann dachte ich mir, Film, okay, ich habe das mal schon erfahren, Innovationsbereich. Wenn Filme gedreht werden, dann ist es immer unter den besten dreien, die dann auch vorgestellt werden. Schön haben wir einen Film gedreht. Ja? Und dann war es vorgestellt worden auf dem Thüringer Innovationspreis. Der MDR hat gleich noch einen kleinen Film gedreht dazu. Was wird auf dem Innovationspreis vorgetragen? Und haben dann auch dieses Thema aufgenommen. Paketempfang an der Haustür ist ja immer eine Herausforderung für alle. Und da hatte Hermes dann auch mitgemacht bei der ganzen Sache. Und das ist ein schöner Film geworden. Und das war dann so wiederum gewesen, Thüringer Innovationspreis. Dann wurden Investoren aufmerksam. Die haben gesagt, das dauert sicherlich eine Anfangsinvestition, ist tätig. Wir müssen eine gewisse Zeit überbrücken überhaupt. Man muss was entwickeln natürlich noch, so wie ich das jetzt habe mit meinem einen, das kann man noch handeln. Aber wenn Sie das mal für vielleicht 10.000 machen oder auch 100.000, dann müssen Sie wieder Strukturen aufbauen, muss man dann auch die Systeme im Hintergrund haben. Und das sind wir jetzt gerade dabei. Also es ist so, dass dann das Ganze sich entwickelt hat bis September. Wer hat dann gesagt, okay, super Idee, mache ich mit? Ja, die BMT. Also die BMT hat, also die Beteiligungsmanagement Thüringen Gesellschaft. Ja, sie hatten gesagt, dass es eine sehr gute Idee ist, lass uns das umsetzen. Und wir brauchen aber noch Co-Investoren. Und dann gab es ein schönes Gespräch auch mal am Tisch über eine weitere Finanzierung noch. Und dann hat aber die MBG gesagt, kann man sich da auch beteiligen dran? Und dann war quasi der zweite Investor gefunden. Wer ist das? Mittelständische Beteiligungsgesellschaft der Banken ist das. Ah. Auch in Thüringen. Ah. Sitzt auch in dem Areal von der Thüringer Aufbaubank. Und dann ging es noch um einen Dritten zu finden, der auch aus der privatwirtschaftlichen Ecke kommt. Und das ist die Paul Wolf GmbH, die als Kerngeschäft Mülleinhausung hat aus Beton. Und dieses aber erweitert mit verschiedensten Produkten für Fahrrad einstellen, für Rollatoren einstellen, für alles, weil es Beton ist, sagt man immer, stabil, wertstabil. Ja? Das ist nicht wie so ein Blechkasten, den man einfach umwirft oder sowas. Nicht, dass sie zu viel Anteil haben, irgendwann Betonkästen bauen. Nein, aber warum nicht? Man sieht es ja auch bei dem einen hier, mit den vor den Wohnungsgesellschaften, ist es so, man weiß einfach, dass es wertstabil ist. Das ist vandalismussicher und also sicherer als Blech. Ja, genau, warum nicht gleich an die Wand und mehrere ranhängen. Ja, und das war, die haben sich auch dafür interessiert. Die kamen gleich im November noch auf mich zu. Und da war es ein ganz spontanes Treffen mal am Flughafen in Dresden. Da war aus Mönchengladbach ist die Firma. Die hatten gerade was in Schwarze Pumpe zu tun gehabt. Und ob wir uns mal treffen können. Und klar, Jena, Dresden ist ja auch nicht so weit weg. Deswegen ist man einfach mal hingefahren für ein halbstündiges Gespräch. Und jetzt sind wir Partner. So. Dann kam noch eine Idee, wenn ich das richtig verstanden habe, mein einer Kasten, der potenziell ja 40 Millionen Mal irgendwo hängt. Mhm. Und wenn jeder eine Bratwurst isst. Genau. Und wenn nur jeder ein Cent immer reingibt. Ja. Ja, ich mag die Rechnung. Ja. So. Und dann kam aber die Idee, was ist denn bei den Großen, also Hausgemeinschaften, Wohnungsgemeinschaften und so weiter. Da brauchst du ja vielleicht nicht einen Kasten oder doch einen, mal gucken, wie das funktioniert. Ja, ja. Und das war dann quasi das Pilot oder das nächste Projekt? Genau, das war, man hatte schon gewisse Kunden gehabt, aus dem Geschäftskundenbereich auch sehr viel, die das für interne Ersatzteilbeschaffung und Übergabe auch nutzen. Und mit Jena Wohnen in Jena hat sich's angeboten, dass man mal fragt,
den Herrn Wolfrum, das Geschäftsführer jetzt. Damals war er noch technischer Leiter. Und er fand die Idee spannend. Ja, das war richtig was Innovatives, wieder was Neues. Und er sieht es auch so, dass man, wenn man so Häuser sieht, haben sie die Briefkästen ja von innen nach außen verlegt. Ja, sodass quasi die Postboten nicht mehr ins Haus müssen oder die anderen die Briefe oder Werbung einstecken, dass sie nicht mehr ins Haus müssen. Und jetzt haben wir die Situation, für Paketabgabe wird an allen Klingeln geklingelt, bis jemand da öffnet. Und dann wird er gefragt, ob er ein Paket für den Nachbarn annimmt. Und da ist quasi der Schritt zurück, dass man sagt, wir haben diesen Paketkasten auch außen. Und im Pilot hatten wir noch ein Fach für mehrere Mieter, die sich das dann geteilt haben. Also es hätte sein können, dass Mieter A und Mieter B zusammen ein Paket im Kasten haben. Aber das ist ein Ergebnis von so einem Piloten, dass man dann sagt, ja, diese Form ist zwar schön, aber basiert auf Vertrauen. Ja, weil die Leute müssen sich kennen und nicht, dass der eine dann sagt, ach, das eine Paket schaut schöner aus als meins, dann nehme ich lieber das andere. Deswegen haben wir eine dynamische Mehrfachnutzerverwaltung. Das heißt, Familienhaus, Mehrfamilienhaus. Wir haben gerade aktuell mehrere Angebote draußen auch, für 32 Parteien auch. Die stellen sich dann erstmal als ersten Schritt so einen Viererkasten hin. Also das heißt, man hat einen Kasten mit vier Fächern. Sie sehen es hier, bis 16 haben wir dann. Oh, das haben Sie gut gemacht, ja. Stimmt es, ja. Nein, und das heißt ganz einfach, Sie fangen an mit einem erstmal und schauen, wie die Akzeptanz ist auch dabei. Mhm. Und das Schöne ist, es ist einfach erweiterbar. Und in der Variante, wie man es bei Jena Wohnen hat, hat man nicht mal einen Stromanschluss, sondern einfach eine Solarzelle obendrauf, weil das Ganze funktioniert mit 12 Volt. Und das Schöne ist, man braucht nur eine ebene Fläche, kommt ein Kran an, stellt es hin und schon geht's. So, unsere Zeit ist vorbei. Nee, echt? Nein. Ja. Oder ist langweilig? Es ist total spannend. Aber ich möchte Sie unbedingt noch was fragen. Deswegen sage ich das so. Ich möchte mal spüren, wie weit Ihr Unternehmerherz geht. Formulieren Sie mir doch mal einen unternehmerischen Wunsch oder einen Herzenswunsch, wo Sie diese Firma in, weiß nicht, 3 bis 5 Jahren sehen. Wo sehen Sie sie? Also jetzt nicht so, sondern was Sie noch spüren können. Ja, ja. Ja. Hm? Also wir sind ganz am Anfang, muss man fairerweise sagen. Genau. Und, ja, wir sind jetzt hier und hier und, ist das und Universum. Das Schöne ist, wo wir auftreten dann, wo wir auch sprechen und alles, da passiert auch diese Begeisterung auf der anderen Seite. Und das heißt, das Interesse ist da und die Bestellungen beginnen auch. Sie brauchen sich nicht erklären. Nein. Und das Schöne ist aber der, dass ich eigentlich aktuell das Gefühl habe, dass es richtig verrückt wird. Also dass, okay, das reicht mir nicht. Versuchen Sie es mal. Dass es richtig groß wird. Was ist richtig groß? Also für mich ist richtig groß bis einmal Universum und zurück. Genau. Dass in Deutschland die viele Wohnungsgesellschaften das haben werden. Gar nicht so der Einzelnutzer. Der Einzelnutzer hat meist immer eine Lösung. Carport, Terrasse, irgendwas. Bei Wohnungsgesellschaften gibt es diese Abstellgenehmigung nicht wirklich. Ja? Das ist der Nachbar höchstens oder der Hausflur. Und jetzt beginnt dieser Lebensmittelhandel. Also okay. Nee. Das heißt ganz einfach, wenn Sie jetzt Ihre schöne, frische Kiste kriegen mit den schönen Tomaten und allem Möglichen drauf und dann steht es so im Hausflur. Gell? Und dann kommt der Nachbarshund und läuft dann erstmal vorbei, schnuffelt überall rum und geht dann weiter. Nee, da wollen Sie einfach eine bessere Lösung haben, als dass es da irgendwie im Haus so, fällt. Jetzt. Das heißt, der Bedarf wächst. Sie haben drei Sätze. Gehen Sie mal in sich. Ja. Herzenswunsch. Und jetzt mal auf den Punkt gebracht. Ich wünsche mir für meine Firma das. Ohne Erklärung, ob der Hund da drauf pinkelt aufs Gemüse oder nicht. Ich will nur mal spüren. Sagen Sie mal, wo wünschen Sie sich diese Firma? Dass sie deutschlandweit erstmal überall ist, also nicht nur in Thüringen oder auch in Nordrhein-Westfalen sind wir auch schon, sondern auch europaweit. Und wie es immer ist, so wenn Investoren drin sind, dann geht es auch wieder um den Verkauf. Und dass eigentlich jemand sagt, okay, das Thema ist so spannend und die Perspektive ist so groß, dass sie sagt auch, ich werde das auch übernehmen. Ja, oh, da ist doch Kraft drin. Das ist gut. Das gefällt mir. Das gefällt mir. Das ist richtig gut. Wow. Ehrlich? Ja. So weit, wie man es spüren kann. Ja.
Hätten sie es nur auf Thüringen, würde es wahrscheinlich auch nicht größer gehen. Es ist immer eine Frage, wie man es auch fühlt und wie man dran glaubt. Aha. Da geht auch die Kraft hin, ja. Logisch. Wo ich aber noch einen Herzenswunsch habe, ja, eigentlich bei der Geschichte. Was man sieht, sind die klassische Formen, gell? Quadrate, Quadrate und solche Dinge, die gestaltet sind, ob das Blech ist oder... Ich weiß eigentlich, es, ich spür's. Ich kann hell sehen. Lassen Sie mich raten. Sie wollen, dass es gestaltet wird? Ja, ja. Bin genau. Ich gut? Ja. Also das mit der Bauhaus-Universität gibt es so mal ein paar Ideen und Gespräche, aber eigentlich dann nichts Konkreteres bis jetzt. Weil ich stelle mir eigentlich vor, das wird ganz anders ausschauen. Das wird ganz anders ausschauen. Ich mache es mal ein bisschen platt. Das wird ein Mickey Maus, bei einem Mehrfamilienhaus wird es ein Mickey Maus vielleicht vor sein, mit einer Luke und da tut man es rein. Wissen Sie, was oder auch gut ist? Als Wiedererkennung für die Kinder in den großen Plattenbaugebieten. Da haben sie eine Mickey Maus, haben sie einen Vogel, da haben sie das. Da kann er anhand von dem Briefkasten gleich erkennen, wo das Kind wohnt. Ja. Das gibt es ja auch in Kinderhotels. Da ist immer so ein Pferd oder eine Ente so an der Tür. Und die Kinder gucken immer auf das Bild. Aber, die Überlegung haben wir echt. Schluss. Und zwar, wenn Sie so 16 Kästen haben, Fächer haben, dann ist klassisch 1, 2, 3, 4, 5 bis 16. Ja, das Ganze. Aber besser ist doch, wenn es Mickey Maus, Cinderella, Touristen oder wie auch immer heißt. Genau, der Cinderella-Briefkasten, der nicht nur bundesweit, sondern europaweit platziert wird. Und irgendwann ist die Idee so gut, dass das Ding mal für Summe XY richtig, richtig auf den Markt kommt. Und dann kommt die nächste Erfindung, weil Sie sind ja ein Spielkind. So, in diesem Sinne. Vielen Dank, dass Sie da waren. Hat Spaß gemacht. Und toi, toi, toi für den Herzenswunsch. Immer mal wieder abends flüstern, dann sitzt er richtig schön drin. Vielen Dank. Schön, dass ich hier sein durfte. So, liebe Zuschauer, der Dank gilt Ihnen für das Zuschauen. Tschüss.